Grüß euch. Unser heutiges Rezept kommt von Monika Wieland aus Kirchbichl in Tirol. Pikante Sardellentascherl. So, das Backrohr auf 200 Grad vorheizen und jetzt geht's schon den Sardellenringeln an den Kragen. Ich habe heute die mit Kapern, kann man gleich mitverwenden. Wir rollen sie uns auf, schneiden sie dann in kleine Stücke und die Sardelle gehört ja zu den Heringsarten, ist ein Schwarmfisch, frisst Plankton, kommt fast in allen Weltmeeren vor, in Europa, im Mittelmeer, im Atlantik, in der Nordsee. Und die kleine Sardelle, so bis zu 30 cm wird sie groß, steht auch am Speiseplan jedes Raubfisches. Und wenn sie so eingesalzen werden, wie sie vor allem bei uns gut bekannt sind, nennt man sie auch Anchovies. Den kleingeschnittenen Käse dazu. Das kann natürlich auch ein Blauschimmelkäse sein, zum Beispiel in dem Fall Emmentaler. Gewürzt wird mit ein bisschen Pfeffer und Cayennepfeffer für die Schärfe. Also nicht allzu viel. Das sollte reichen. Und das ist schon die Füllung. In den Blätterteig einrollen und dann ab damit ins Rohr. So, jetzt schneiden wir uns aus dem Blätterteig Quadrate. Die Blätterteigquadrate werden mit der Sardellenkäsemasse gefüllt. So, da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten, wie man die Täschchen hier falten kann. Wir haben hier so eine Art Tortelloni gemacht, vorne zusammengefaltet. Sie können es natürlich gleich auch an den Ecken einfalten und einfach wie ein Hörnchen eindrehen. Oder aber auch zum Beispiel wie eine Kärntner Nudel einfach krändeln am Rand, dann mit einem runden Ausstecher eine runde Form machen. Ich weiß, die Kärntnerinnen und Kärntner werden jetzt sagen, um Gottes Willen, was macht er da? Aber auch krändeln will gelernt sein, ich tue mein Bestes. Und hier sei es vielleicht noch einmal gesagt, das Ganze klappt natürlich auch mit Tofu, es muss nicht Fisch oder in dem Fall Sardellen sein. Und jetzt kommen die pikanten Sardellendascherln ins Rohr. Davor machen wir uns noch ein schnelles verquirltes Ei. Jetzt die pikanten Sardellendascherln noch mit einem verquillten Ei bestreichen. Dient als Kleber, falls das Krändeln aufgeht. Und natürlich auch für die knusprige braune Farbe. Backpapier auf ein Backblech. Bisschen einbuttern vielleicht, damit es nicht anbrennen. Die Sardellendascherln drauf. Mit ein bisschen Abstand auslegen. Jetzt kommt noch ein bisschen Kümmel dazu. Einfach oben Kümmel drüber streuen. Da können Sie natürlich auch variieren mit weißem oder schwarzem Sesam. Wird sich sicher auch gut machen. So, 220 Grad, ab damit ins Rohr. 15 Minuten und fertig. So, der erste Blick ins Rohr. Oh, die sind schon fertig. Raus damit. Mmh, köstlich. Jetzt machen wir uns noch einen schnellen Dip mit Joghurt und frischen Kräutern, passt perfekt dazu. Dann nehmen wir ein bisschen Basilikum, Oregano, ein bisschen Majoran haben wir, Zitronenthymian, passt sicher perfekt dazu. Und wir schneiden ein Hörnchen an. Mal ausschauen, wie das innen aussieht. Ah, bitte, super. Und die gekrändelten auch gar nicht so schlecht. Oh ja, Kräuterdip in die Mitte. Und ich sag vielen Dank, Monika aus Tirol. Hier sind die pikanten Sardellendascherln mit Kräutertipp. Mahlzeit.